Wir erinnern uns doch daran, dass es hier noch ein paar Skulltulas gibt in The Legend of Zelda Ocarina of Time hier in Kakariko. Und ich habe mir da so gedacht, komm, gehen wir mal hier hin nach Kakariko und schauen uns bei Nacht so ein bisschen um. Vor allem wollte ich mit Epona in das nächste Gebiet, aber ja, das wird sich noch ein bisschen hier hinausziehen. Wenn wir hier nichts finden sollten, also ja gut. Das ist natürlich auch immer davon abhängig, ob wir jetzt was finden oder nicht. Wir können auf jeden Fall in die Windmühle rein. Und zwar von oben. Da drüben ist der Typ, der die ganze Zeit da nur rumhängt. Ich könnte mir zum Beispiel da drüben auf dem Haus der Chica oder so... Keine Ahnung, das ist irgendwie so ein... Nee, von Impa, ne? Das war Impas Haus. Da könnte ich mir noch was vorstellen. Eine Skulptur oder so. Da schauen wir uns jetzt erstmal um. So bei Nacht... Kann gut sein. Ich glaube, das ist sogar so. Das habe ich wahrscheinlich so noch so ein bisschen im Hinterkopf. Okay. Okay. War das jetzt die letzte Skulltula hier? Dann wäre das nämlich echt geil. Ah, ne. Kakariko ist immer noch... ist immer noch von... Skulltulas geplagt. Die Frage ist halt nur, wo sind sie noch? Ich könnte mir jetzt noch vorstellen... Sehe ich da gerade eine? Aber sehe ich da gerade einen oder ist es... Nee, das ist einfach nur der Gartenzaun. Maschendrahtzaun. Nee, das ist nicht der Maschendrahtzaun. Das ist der Gartenzaun. Da können wir auch noch rein. Ich habe jetzt gedacht, von hier aus würde das auch gehen. Ja, einfach mal so ein bisschen von Dach zu Dach springen und sich umschauen. Ist ja nicht ungesund. Im richtigen Moment hier durchziehen. Ich meine, das muss ja auch irgendwo einen Sinn haben, dass man hier nochmal in die Windmühle rein kann. Warum dann nicht machen? Also wenn doch, dann frage ich mich schon, wozu das hier ist. Okay. Wir mindestens eine Skulltula oder so. Muss es hier eigentlich geben? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, wir können jetzt von hier aus auch nichts machen. War da nicht gerade jemand? Okay, da ist nur eine Person, die erst sichtbar ist, sobald wir in die Nähe kommen. Und das Ding ist nicht solide. Okay, auch schön zu wissen. Dann will ich trotzdem hier noch mal nachschauen. Weil, ja, da kann man noch mal sicher gehen, ob hier wirklich alles gefunden wurde oder nicht. Da kann man sich natürlich nie sicher genug sein, ne? So. Ich meine, hier waren wir schon überall. Könnt ihr noch mal versuchen, die Kisten anzurempeln? Aber rausspringen tut ja auch keine. Hier vielleicht. Nee. Könnte ich mir ehrlich gesagt auch gar nicht vorstellen. Hier vielleicht nur mal als Erwachsener? Nee. Okay. Dann ist es schwierig. Wir gehen nochmal eine Ebene höher. War ich da schon? Oder waren wir da schon? Nein. Also doch. Also hier ist nichts. Wahrscheinlich waren wir hier schon mal. Hier vielleicht... Hier, nein, warte. Schön anrennen, Link. Es kann hier in jeder Kiste nochmal eine Skulltula sein. Die wollen wir natürlich alle überprüfen. Oder hinter der Windmühle, wie ich das auch schon mal letztens vermutet hatte. Einmal ins Loch, vielleicht haben wir hier noch was. Und dann geht's auch ins nächste Gebiet, ne? Also ich will jetzt niemanden so lange auf die Folter spannen. Aber es ist halt echt wichtig, die ganzen Skulltulas schon... frühzeitig mitzunehmen. Wir haben... Boah, echt zu vieles. Wir haben viel zu viel. Wo kann man das ganze Geld denn eigentlich noch ausgeben? Vielleicht beim Maskenhändler, ne? Wir müssen auf jeden Fall nochmal zum Maskenhändler. Und mit dem so ein paar Masken tauschen. Aber das geht halt auch erst als Kind. Und da wir sowieso nochmal als Kind nach Hyrule zurück müssen, also überhaupt nochmal... Okay. eigentlich wollte ich euch nicht stören, aber da ich hier auf der Suche nach... Zeugs bin ja da, da ist doch bestimmt eine. Wobei, das kriegt man das später weg. Ich probiere es nochmal mit Bomben. Ich probiere es mal mit Bomben. Vielleicht klappt das ja. Aber ich habe so ein mieses Gefühl, dass man da wirklich, dass es eine dieser Steine war, die man nur hochheben kann. Und das erst ab dem nächsten Dungeon. Ja gut, dann haben wir hier alles. So scheint es jedenfalls. Dann werden wir hier später nochmal zurückkehren müssen. Nee, und hier hört man auch nichts mehr. Also scheint doch alles regulär zu sein.
Ja, gut. Man könnte es nochmal mit den Bowling-Spielchen wagen. Als junger Link, aber das, da bin ich jetzt auch nicht so heiß drauf. Von daher, ja, machen wir lieber erstmal das nächste Gebiet. Und es fehlen ja eigentlich nur noch 29 Skulltulas. So gesehen ist es eigentlich schon echt wenig. Wie viel haben wir? Also 71, ne? 72, ja gut, durch die eine, die wir jetzt gerade bekommen haben. So, und dann spielen wir einmal Eponas Lied. Nee? Nee? So. Genau, dann spielen wir Eponas Lied, damit sie erstmal herkommt. Damit wir ganz leicht über die Steppe kommen. Wir haben ja auch die Herz, die Skulltulas der Steppe geholt. Wieso steht die denn da plötzlich? Die kommt echt manchmal von den, aus, ja, von, ja, komm, lauf los. Von Orten, von denen man denkt, da würde sich doch nie ein Pferd hin, wieso in die Ecke? Ich meine, Epona kann nicht übers Wasser und wieso sollte die dann an der Ecke stehen? Das ist so hirnrissig. Dann hätte ich ja auch hinlaufen können, aber wenn ich dann da hingegangen wäre, dann wäre natürlich nichts passiert. Das ist so unlogisch. So. Ich meine, hier gibt es auch nochmal irgendwo ein Herzteil. Also hier kann man sich auch nochmal umschauen. Gerade hier an dieser Stelle führt nochmal der Vesora-Fluss durch, der sich durch das ganze Land zieht. Ja, wobei, da könnte man dann... Da schaue ich jetzt mal nach. Bleib mal stehen. Und Bomben haben wir auch schon direkt ausgepackt. Das ist aber definitiv eines dieser Steine, die wir wegsprengen können. Wo wir aber keine Bomben verprasseln sollten, ne? Wo wir im besten Fall wirklich welche nutzen sollten, ohne zu verschwenden. Okay, Feenbrunnen. Aber da wir sowieso leere Flaschen haben, ist das gar nicht mal so eine schlechte Sache. Von daher nehmen wir sie mal alle mit. Ja, also das kann man sich auch mal... Das kann man auch mal finden. Es gibt hier bestimmt noch einige Herzteile zu holen. In Hyrule. Von daher bin ich eigentlich... Ah doch, also... Ich bin mir sicher, dass wir dir das eine noch... Das ein oder andere hier noch finden. So einigermaßen kann ich mir ja doch noch merken, wo die ganzen Herzteile waren, die wir jetzt gesammelt haben. Von daher ist das Ganze nicht mal so schlimm. Ich hätte eigentlich gerne, dass Link wieder... Komm, steig mal auf. Dass Link eigentlich wieder die grüne Rüstung hat, weil das einfach... Das passt einfach besser. Die rote ist so ein bisschen... Ich weiß nicht, die wirkt so ein bisschen fehl am Platz. So, flieg... flieg. Ja, genau. Flieg, Pferd, flieg. Flieg um dein Leben. So. Also in der Maskenquest müssen wir auf jeden Fall noch weitermachen. Das wird auch irgendwann mal der Fall sein. Aber vorerst wollen wir zum Gerudo-Tal. Da haben wir auch schon mal das Schild gelesen, dass es dorthin geht. Naja, da hat man spekuliert, ja, geht man da hin oder nicht? Wird man da später noch hinkommen? Ist das eine verbotene Zone? Ist das vielleicht sogar eine 30er-Zone für Epona? Kann natürlich auch sein. Nur wir rasen natürlich hier durch. Das ist uns scheißegal. Los. Wir treiben es bis an die Spitze. Auf ins Gerudo-Tal. Welches natürlich auch eine sehr, sehr epische Mucke hat. Aber hier kommt man erst mit dem verlängerten Greifhaken weiter. Deshalb ist es eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass wir erst jetzt hierher gekommen sind. Also bis hierhin kommt man eigentlich auch noch mit dem Kind. Ey, komm, Epona. Die paar Meter schaffst du noch über das Brett. Über die Brücke kommst du nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Da bist du doch nicht so ein starkes Pferd, aber... Ja. Soweit dürfte es dann doch noch reichen. Ladadadam. Da, 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 da. Ah ja. Die Mucke wollte ich auch mal für ein SM64-Level nutzen, von daher... für so ein Western-Level, das würde auch passen. Hör mal, kann ich hier keine Steine zersprengen oder... Okay, den konnte ich zersprengen. Wir werden hier sowieso nochmal bei Nacht hinkommen müssen. Um Skulltulas zu finden. Also da kommen wir nicht hin, okay. Wir haben fast all unsere Bomben verbraucht, ja. Es ist tragisch, aber wahr. Was steht denn da? Eine sehr große Schlucht, ein sehr großer Canyon. Klippenspringen verboten. Es schadet der Gesundheit.
Vor allem, wenn man unten aufkommt. Das tut dann ganz schön weh. Das tut ganz schön weh. Und pass auf die Killerfrösche auf. Sie machen dich sonst kalt. Ach. Ja, aber das hat dann dieser eine Drache beim... was war das? Ich weiß nicht mehr so richtig den Dialog. Normalerweise konnte ich von Spyro 1 die ganzen Dialoge schon auswendig, aber jetzt irgendwie nicht. Ja gut, wir sollten sowieso erst später hierher kommen. Und die ganzen Steine zerbörnen. Zerboomen, wenn überhaupt. Ich glaube, da kommen wir auch erst später dran. Wahrscheinlich eine Skulltula. Naja, und wer sich fragt, wohin das führt, wenn wir hier runterspringen, kommen wir zum Sora-See, zum Hylia-See an. Ein Sora-See gibt es jetzt in dem Sinne nicht, aber... Ja, man kann sich's denken, was ich meine, ne? Vor allem, wenn wir später noch als Kind herkommen. Und dann wird das Ganze noch ein bisschen spannender. Ah, und hier geht auch die Zeit. Vergeht auch die Zeit. Da können wir doch ein paar Skulltulas holen. Ich bin ein Handwerkmeister. Es waren Gerudos, die Brücke zerstört haben. Ich will sie reparieren, aber meine Leute sind verschwunden. Sie haben gesagt, ihr Job sei öde. Sie wollen lieber in die Gerudo-Festung gehen, um Diebe zu werden. Hey du, wenn du schon hier in die Festung gehst, kannst du ja wenigstens herausfinden, was meine Jungs dort tun. Okay. Wird gemacht. Wir schauen nochmal kurz in den Zelt rein. Hinterm Zelt ist, glaube ich, noch eine Skulltula. Hier war meine letzte Skulltula. Als ich die auf dem 3DS gespielt habe, da war hier die letzte Skulltula, die ich gefunden habe. Nicht hier hinterm Zaun, hinterm Zelt, aber schon irgendwo in der Nähe. Wir können jetzt auch mal schauen, wie sich eine Skulltula aufbaut. Wenn sie denn hier erscheint. Ja, hinterm Zelt, aber nicht so genau hinterm Zelt. Ach, egal. Haben wir halt mal kurz gehört, wie sie sich aufgebaut hat. So. Ich glaube, wir haben das sogar schon mal gesehen, oder? Kann das sein? Hier in der Nähe gibt es auch noch irgendwo einen. Ich glaube, hier hinter dem Pfeiler. Hinter der Säule. Ja. Das war nämlich die letzte. An die kann man sich natürlich immer noch erinnern. So. Weitere zwei Skulltulas erledigt. Ich denke mal, da unten wird es noch weitere geben, aber ich bin jetzt nicht so gewollt oder gewillt, da runter zu gehen. Da könnte noch eine sein. Wir können mal so eine kleine... Ja komm, wir gehen mal dahin. Ich glaube, da ist ein Herzteil. Da wir den verlängerten Greifhaken haben, können wir vielleicht sogar... Das sieht aus wie eine Skulltula. Da hat sich gerade irgendwas durchgeschieden. Da ist gerade irgendwas durchgeglitscht. Okay, noch ein Stück näher ran. Vielleicht kommen wir jetzt ran. Ja, wobei, es wird wieder morgen. Hat keinen Sinn. Wenn dann eine Skulltula ist... Also die Nächte sind ja sowieso richtig dubios kurz. Aber meine Güte. Also da glitscht irgendwas durch, was in eine Skulltula aussieht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Unter dem großen Stein wird wahrscheinlich was anderes sein. Jetzt keine Skulltula, sondern ein Loch. Das würde ich so vermuten. Das wird wahrscheinlich auch der Fall sein. So. Dann gehen wir mal weiter in die Gerudo-Festung und versuchen die Bauarbeiter zu finden, die Brücke reparieren sollen. Dann kommen wir auch hier ganz leicht rüber. Dann haben wir nicht mehr solche Probleme. Zum Gerudo-Tal müssen wir natürlich auch nochmal als Kind. Gerudo-Festung. Wow. Sieht ein bisschen heruntergekommen aus, aber wir sollten uns mit den Einheimischen schon sehr, sehr, sehr leicht anfreunden können. Nicht einfreunden. Das wäre einfreunden. Das klingt auch scheiße. Okay. Was? Halt! Halt, bleib, wo du bist! Ja, ich wollte es natürlich erstmal so richtig männlich klingen lassen. Aber Link wird natürlich erstmal in den Knast geschickt. Weichei, hinein mit dir und halt die Klappe!
Ach du Schande, wie kommen wir hier nur wieder raus? Vielleicht, mit unserem speziellen Item, das sich Fanghaken nennt, das wir auch für diesen Ort gebraucht haben. Deswegen ergibt das auch nur Sinn. Also können wir wieder ausbrechen. Verdammte Scheiße. Das tu nicht so, Link. Natürlich spricht hier Link, ne? Link kann sprechen. Ja, aber es ist halt so, dass das Gerudo-Dorf nur aus weiblichen Bewohnern besteht. Und ich glaube, nur alle 100 Jahre ein Mann geboren wird. Wie das passieren kann, keine Ahnung. Frag mich nicht, das geschieht wahrscheinlich irgendwie über wenn sie mal, ich meine, sie sind ja auch Diebe, ne? Sie kommen dann irgendwie in irgendwelche Städte, brechen da ein und machen da Radau. Wir können auch übrigens hier runterspringen. Das wird wahrscheinlich auch was sein. Wir dürfen uns auch vor allem nicht von den... Oh, jetzt komme ich nicht mehr da hoch, oder wie? Ich habe das doch früher immer so gemacht in der 3DS-Variante. Keine Ahnung, okay. Ah, ist ein bisschen scheiße. Auf jeden Fall dürfen wir uns von denen nicht erwischen lassen. Deswegen sollten wir auch so ein bisschen hier James Bond spielen. Dim, 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 dim. Das ist eher so, hier, wie heißt das? Man in Black gewesen. So. Paralysieren und dann niederstrecken. Oder im besten Fall, ja, keine Ahnung, hier, ja, betäuben. Betäuben ist gut. Dann haben wir weniger Probleme hier. Ich weiß nicht, ob die irgendwann noch aufwachen werden. Hoffen wir es einfach mal. Dann sind wir hier keine Mörder. Das wäre ein bisschen, brutal hier, mitten in The Legend of Zelda Frauen zu erschlagen. Das wäre, ja, das wäre total gewaltverherrlichend, ne? Es ist ja nicht so, dass wir genug, keine Ahnung, Goblins oder Bokoblins oder wie die auch immer heißen, in Zelda abschlachten. Nein, 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 aber sobald es ins Menschliche geht, also Ganondorf ist natürlich auch kein Mensch, ne? Zählt natürlich auch nicht. Ah, und hier sind wir reingeworfen worden, okay. Leider habe ich nicht genug zum Tragen. Ach, von hier aus bin ich immer rüber gesprungen, ne? Vielleicht können wir uns ja auch... Also von hier aus klappt es auf jeden Fall. Okay. Dann habe ich immer den Weg genommen. Das ist so der typische Weg, den ich immer nehme, wenn ich hier in der Gerudo-Festung bin. Es ist sogar zwingend notwendig, dass man sich jetzt am Anfang schnappen lässt. Ah, hier ist ein weiteres Herzteil. Ist wundervoll. Ist eigentlich geschenkt, ne? Hier gibt es bestimmt noch mal eine... Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Gibt es hier eine Vogelscheuche? Wenn hier eine Vogelscheuche ist, dann finde ich das schon ein bisschen unnötig. Weil ich mich ja soeben hingeschlichen habe. Man kann immer mit dem verlängerten Greifhaken daran. Deswegen verstehe ich das gerade nicht. Komm. Ja, ja, ja. Hier ist tatsächlich eine Vogelscheuche. Okay, die sind halt echt überall, ne? Voll gruselig. Ich habe mich früher mal gefragt, wie man das erkennen soll, dass man dass da eine Vogelscheuche ist. Ja, jetzt weiß ich's. Es wäre auch gut, eine Karte hier zu haben. Weil, das ist doch ein unübersichtlicher Bereich und Link läuft einfach in der Luft weiter. Das ist vollkommen normal. Ist normal, ist ein menschliches Verhalten. Okay. Ich glaube, wir sollten auch nicht mal den Enterhaken nutzen, sondern da doch lieber Pfeil und Bogen. Ist schneller und effizienter. Schön zwischen die, wie kann man sich da rausreden? Wird jetzt alles sterben. So, was habt ihr denn hier für Suppe gekocht? Schmeckt bestimmt ekelhaft, ne? Ist halt Wüstenfraß. Ist hier vielleicht noch was? Ich glaube, das ist nicht mal so ein schlechter Weg. Ich glaube, wir sind sogar auf dem richtigen Weg. Soll ich erstmal die ganze Deckung zerstören? Nö, hier will ich eigentlich nicht hin. Boah, ich hoffe, die stehen nicht auf. Ich hoffe, die eine ist nicht aufgestanden. Die anderen können ruhig aufstehen, aber wenn es jetzt um die eine geht, die da zuletzt gestorben ist oder hingerichtet wurde, dann
ist es schon ein bisschen dreckig. Wir müssen hier irgendwie mal nach den Bauarbeitern suchen. Vielleicht finden wir sie ja. Hier scheint schon mal ein ein Zellentrakt zu sein. Aber keine Skulltula, ne? Die wären mir doch lieber als so ein... Da ist einer von ihnen. Hey Kleiner, dich meine ich. Schau hierher, in der Zelle. Ja? Was ist? Ich weiß zwar nicht, woher du kommst, aber du musst ganz schön mutig sein, wenn du dich an diesen Wachen vorbeitraust. Meine anderen Kumpels sind irgendwo eingesperrt. Befreie sie bitte. Befreie uns alle. Aber sei vorsichtig. Hier gibt's jede Menge Gerudo-Wächterinnen. Hey, pass auf, hinter dir. Ah, danke schön. Danke für die Vorwarnung. Mein Instinkt hat es mir gesagt. Ja, wie können wir dich denn besiegen? Schnelle Wirbelattacke? Ja, wäre eine Möglichkeit. Sofortangriff? Ja, geht auch. Wir können einfach so draufhauen. Ja, jetzt aber nicht in die Luft schlagen. Ein Frauentreffer. Das ist ja echt heftig. Okay. Da ist natürlich auch eine sehr, sehr, anmutige Kampfszene. Wir hauen die ganze Zeit drauf und sie dann immer so mit ihren Backflips und... und ihren, was macht die da? Was macht sie sonst noch? Ja, die macht halt Saltos, ne? Rückwärts-Saltos. Und springt über uns rüber. Boah, voll heftig. Wie akrobatisch. Und Link schlägt einfach mal mit dem Schläger... Mit dem Schläger zu. Mit dem Schwert zu und dann war's das, ne? Macht Sinn. Du bist hier, um mich zu retten? Oh, das ist ja wirklich nett. Ich bin John, der Zimmermann. John, der Zimmermann, oh Gott. Wollen wir uns, wir wollten uns eigentlich den Gerudo-Kriegerinnen anschließen, aber dann haben wir festgestellt, dass wir keine Frauen sind und ja, dann ist das hier passiert, ne? Jetzt wollen wir aber lieber wieder heim. Diese Gerudos sind schrecklich ungehobelt. Drei meiner Kumpels sind hier noch eingesperrt. Das weiß ich, weil ich einen Instinkt dafür habe. Befreie sie bitte. Wie die rauslaufen. Tschüss. Nach 5 Metern wirst du wieder geschnappt, ne? Denk an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Musste auch mit Epona unter 30 durch. Okay. Ja gut, dann werden wir im nächsten Part hier weitermachen und weitere Bauarbeiter aufsuchen. Bis dahin sage ich Tschüss und Krüge zerstören. Na gut, das bringt eigentlich gar nichts, wenn man volle Rubine hat. Ja, bye-bye.